So Leute, willkommen zum neuen Video. Heute spiele ich mal Bed Wars. Bed Wars haben wir beim letzten Mal gespielt und es kam bei euch sehr gut an. Heute spielen wir mal Skywars mit der kleinsten Maus, die ich besitze. Die ist extrem klein. Ich tue jetzt hier einmal kurz einen Video-Ausschnitt einblenden, wie klein sie im Vergleich zu meiner normalen Maus ist. Allgemein, wie sie aussieht. So Leute, das ist die Minimaus, mit der ich heute Skywars spielen werde. Sie ist hier hinten auch angeschlossen. Hier mit dem dünnen Kabel. Und sie ist extrem klein im Vergleich zu meiner normalen Maus. Oh, da ist mir das runtergefallen. Im Vergleich zu meiner normalen Maus ist sie sehr klein. Und damit wird es sicherlich noch ein bisschen schwieriger sein, diesmal. So Leute, da sind wir in der ersten Runde drin. Die Runde sollte jeden Moment starten. Und ich bin ja normalerweise auch schon sehr schlecht in Bed Wars. Allerdings wird das nochmal. Ich hab's mit Bed Wars, ich spiele immer Bed Wars. Sky Wars, weil ich bin ja so schon extrem schlecht und damit wird es einfach nur noch schlechter. Ich hätte mir auch ein Kit auswählen können, fällt mir gerade so auf. Habe ich allerdings vergessen. Bitte komm nicht zu mir, bitte komm nicht zu mir. Ja, er läuft vorbei, weiter, gut. Hier 6525 ist mehr. Plus 2, okay. Ich spiele diesmal direkt auf der 1,8. Aber mit. Ich habe jetzt noch die Sensi vorher schon eingestellt und direkt in die nächste Runde rein. Das lief nicht so gut. Gut, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. So Leute, und da beginnt die nächste Runde direkt. Und diesmal wird es hoffentlich besser laufen. Wie schon gesagt, ich spiele nicht viel Skywars. Ich habe vorhin seit langem wieder eine erste Runde gespielt mit einer normalen Maus. Mit der Maus hier jetzt klar zu kommen, im Vergleich zu der anderen, ist schon ein gutes Stückchen schwerer. Ich habe vorhin dazu kommt, also dazu kommt noch, ich habe vorhin auf einem anderen Server gespielt, wo es halt doch mal ein Stückchen leichter war. Blocks NC sollten manche von euch kennen, da können auch Cracked-Spieler drauf spielen. Deswegen ist der vor allem unter Cracked-Spielern bekannt. Für die, die nicht wissen, was Cracked ist, das ist, wenn man sich Minecraft nicht gekauft hat, sondern sozusagen die Gratis-Version, die an sich nicht ganz so legal ist, spielt. Mal gucken. Ich habe übrigens meine Tastatur gefixt bekommen. Und das ist schon mal ein deutlicher Vorteil. Dika, wie konnte ich denn? Reden wir nicht lang drüber. Wir sehen uns direkt wieder in der nächsten Runde. Der sieht direkt relativ gut aus. Ja, Default. Ich kann bloß das eine. Geil, das andere muss man freischalten. Ja, wie schon gesagt, auf dem Server konnte man gleich alles alles benutzen. So, kommt so ein Repair-Fight, ja. So, ich werde auch weiter trainieren, allerdings mit einer normalen Maus. Aber ich werde jetzt auch eher Bed Wars trainieren als Sky Wars. Weil sagen wir es so, Bed Wars ist eher so, dass das eine mehr Spaß macht. Ich wollte mal gucken, wie es so ist mit der kleinen Maus. Und vor allen Dingen halt auch, weil es kam relativ gut an bei euch. Das mit der kleinen Maus. Und ja, mir hat es ja an sich auch Spaß gemacht. Weil ich habe da jetzt nicht so ein großes Problem damit, wenn ich verliere. Oh, da drüben ist einer. Könnte ich probieren hinzubauen. Heute möchte ich tatsächlich nicht irgendwie runterfallen durchbauen. Geil, der hat sich drüber.
Geil. Das könnte direkt ein Sieg werden. Wenn der jetzt nicht sehr gut ist. Geil. Erste Runde direkt gewonnen. Mit der erste Runde gleich schon. Erster Sieg in der heutigen Folge. Nice, das ist geil. Gott sei Dank war der nicht so gut. Dann sehen wir uns jetzt gleich in der nächsten Runde wieder. So, da sind wir in der nächsten Runde drin. Es sind direkt 12 Leute und es geht los. Das ist gut bei Skywars. Finde ich, dass es relativ schnell geht alles. Ich habe halt einen guten Vorteil. Also, Vorteil. Ich habe gar keinen Vorteil eigentlich. Kann mich allerdings freuen, wenn die Leute mal nicht wirklich hitten. Kann ich mich normal eigentlich auch, aber naja, ihr wisst schon, wie ich meine. Und relativ guten Stuff habe ich auch. Habe eigentlich direkt einen Sänger gehört. Würde mich nicht wundern, wenn er jetzt irgendwie runterkommt. Ich weiß, ich könnte mit dem Slot dann so. Aber ich bin, sagen wir mal so, ich bin, wie schon gesagt, nicht gerade wirklich gut. Da bin ich zufrieden, wenn ich überhaupt einen Kill bekomme oder einen Sieg halt. Die kämpfen mit Perks und das ist allerdings der letzte Überlebende. Ja gut, das ist ja schade. Aber dann gehen wir direkt in die nächste Runde rein. So, da sind wir in der nächsten Runde. So, dann wird in der nächsten Runde und ich starte gleich mal. Ja, ich komme mit der Sensi mit immer noch nicht klar, aber die Sensi ist auch ein gutes Stück anders. Aber normal wäre sie halt noch schlimmer, weil sie langsamer ist. Holzsachen brauche ich nicht. So. Und noch ein bisschen Holz mitnehmen. Das ist schon mal geil. XP nehme ich mal direkt mit. Ein Stein. Das jetzt, da habe ich keinen Bock drauf. Allerdings ist mein Loot auch sehr schlecht. Deswegen wäre es eigentlich von Vorteilen, aber zumindest Fast Putschen geht mit der Maus. Aber es soll dann auch nicht funktionieren. Geil, Entschuldigung, wenn ich ab und zu mal räusper. Aber räusper, wie auch immer man das nennt. Was weiß ich. Allerdings habe ich einfach leichten Husten oder leichtes Kratzen im Hals. Geil, dann gehen wir direkt in die nächste Runde. So Leute, das sind wir in der nächsten Runde. Sie geht direkt los. Da hoch schafft man es glaube ich nicht. Der tut weit. Ach, was ist das? Das ist einfach Spezielles, oder? Warum Spooky? Ist doch noch glaube ich gar nicht in der Nähe von Halloween. Bin ja immer was sowas angeht vergesslich. Erst 31. Oktober, ich weiß. Allerdings weiß ich unser jetziges Datum nicht. Da bringt mir Oktober auch nichts.
Gut, das hätte ich eigentlich gewinnen können. Also, außer der Ju also, ja, ach ja, da rede ich aber nicht lang. Und dann sind wir direkt in der nächsten Runde. Ach. Ja. Wie schon gesagt, ich bin nicht gerade der Beste und die Runden gehen relativ schnell. Deswegen werde ich heute ein paar mehr Runden spielen können als in dem Battle-Video gestern. Oh, komm, komm. Verbesserungstipps wie immer gerne in die Kommentare. Und ja, dann wird es vielleicht besser laufen mit ein paar Tipps von euch. Geil. Wie die alle schneller sind, letztlich das ist so. Ja. So, Leute, da bin ich nochmal ganz kurz in der Skywars Lobby. Ich habe mitbekommen, ich habe noch eine Mystery Box, die ich jetzt gleich mal öffnen möchte. Noch in der Folge. Mal gucken, was da rauskommt. Eine Legendary Tour Suit Head. Okay, das ist, glaube ich, sogar relativ nice. Ach, was ist ich hier? Standard-Heads und dann. Ich habe einen Walrus-Kopf, den kann ich benutzen. Geil. Aber dann sehen wir uns direkt weiter. Da sehen wir uns direkt wieder in der nächsten Runde. So, da geht die nächste Runde auch schon los. Und gucken, diesmal wird es vielleicht eine bessere Runde. Allerdings habe ich diese starke Vermutung, dass es nicht besser wird. So, Steinschwert brauche ich eigentlich nicht. Kann ich eigentlich liegen lassen. Rüstung sieht auch schon extrem schlecht aus, aber ja gut. Ich habe übrigens das Texture Pack jetzt zum Laufen bekommen, das was ich davor drin hatte. Das hat irgendwie eher schlecht funktioniert. Und vor allen Dingen jetzt bin ich in 1.8 Version direkt, davor war ich 1.20. Und hier funktioniert es um einiges besser. Also es funktioniert halt überhaupt erstmal. Nee, bitte nicht. Bitte komm nicht zu mir. Überall hin, bloß nicht zu mir. Er ist nach da unten. Ach so. Ja gut. Nee, komm, ich möchte nicht nach da unten. Nein, danke. Gut, habe ich. Das ist nice. Würde sagen, ich pre-gabe gleich. Geht dann direkt in ihm rein. Jetzt vielleicht ein bisschen eklig, aber er gewinnt ja sowieso, schade. Zweiter Platz. Aber dann gehen wir direkt rein in die nächste Runde, wenn ihr jetzt einen Einkel habt. So Leute, da sind wir direkt in der nächsten Runde. Und ja, weiß nicht, was ich für eine Map. Die Map mag ich auf jeden Fall mehr, weil die ist ein bisschen freier. Da kommen die Gegner nicht ganz so schnell zu einem. Und
Ja, das ist. Mag ich ein bisschen mehr. Ich möchte auch mit der Angel besser werden. Deswegen nehme ich die auch mal mit. Weil ich habe gerade eben gegen den Kumpel in ein paar Runden 1 vs 1 gespielt. Da habe ich mitbekommen, wie schlecht ich hier nochmal bin. Weil der mich komplett auseinandergenommen hat, aber. Kein Wunder, wenn man viel Battle Skywars spielt. Was habe ich denn immer mit Battle? Ich verwechsel immer Battle und Skywars vom Namen her. Also vom Spiel her selber kann man es schlecht verwechseln. Weil komplett unterschiedlich. Manometer. Ja, ne, ich bin schon wieder unfähig, aber das kennt man ja nicht anders von mir. Und geil direkt wieder runter. Gut Leute, die letzte Runde von dieser Episode. Und dann, ja. Sind das Ballons? Ich glaube, es sollen Ballons sein. Auch cool gemacht, aber na gut. Und die Runde ist wieder ein Spooky Game, geil. Glaube zwar, dass es nicht mal Unterschied macht, aber. Ja, passt so. Ich kann auch mal kurz etwas ausprobieren. Ne, die Maus ist zu rutschig und meine Hand zu schützig gerade. Ich wollte hier Maus Abuse oder Alter, jeder sagt dazu, ich habe da schon mehrere Methoden. Hier dieses Mal so ganz schnell hintereinander mit dem Ding drüber ziehen, Finger drüber ziehen. Mit meiner normalen Maus kann ich es ein bisschen, allerdings hiermit gar nicht. Aber na gut, egal. Ich kann noch mal kurz warten. Bisschen campen ist ja auch nicht schlimm. Vier Player remaining. Komm runter, komm runter. Geil. Gut, und damit würde ich sagen, Leute, gehe ich nochmal schnell zu der Lobby, ne, zum Hub. Und dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ich mit der Minimaus noch machen könnte oder was ich noch so spielen könnte. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.